Ja, eigentlich vielleicht meine Stimme ist ein bisschen leise, so könnt ihr mir hören oder mich hören? Ja, gut. Ja, und weil ich ein bisschen geregt war, so habe ich alles aufgeschrieben, bis ich bei, und mein Deutsch ist nicht perfekt, so ist besser, ich glaube. So, wieso fluchte ich oder wieso bin ich geflüchtet? Der Krieg in Syrien läuft immer noch und viele Deutsche haben erst davon erfahren, als er schon angefangen hat. Als ich in Deutschland angekommen bin, Leute haben mich immer gefragt, woher ich komme. Und nach meiner Antwort habe ich immer zurückgefragt, wisst ihr, wo ist Syrien? Und die Antworten waren manchmal spannend, weil die alle wussten nicht, wo ist Syrien. Ne? Ja, so zum Beispiel hat jemand mir geantwortet, dass Syrien liegt in Afrika. Ja, deswegen weiß ich, dass viele Leute nicht wissen, warum in Syrien einen Krieg gibt. Vor Freiheit? Nee. Manche Syrer oder Syrerinnen denken, dass die Freiheit folgende bedeutet: Zum Beispiel einen islamischen Staat aufzubauen oder einfach Al-Assad zu stürzen. Obwohl er nicht der Hauptgrund für diesen Krieg ist. Deswegen hat jeder andere Gründe für eine Flucht. Heute erkläre ich euch daher, wieso ich geflüchtet bin. Syrien ist ein junges Land, da es nur 101 Jahre alt ist. Und es ist eigentlich kein arabische Regierung ist oder Republik, sondern es ist nur Syrien, da nicht nur Araber oder Arabinnen dort leben. Und es ist wie in den anderen Ländern im Nahen Osten, die durch das Sykes-Picot-Abkommen geboren sind. Es ist lächerlich, dass zwei Länder wie England und Frankreich entschieden, wie die Millionen von Menschen leben müssen. Die Kolonialisten haben einfach die Grenzen gezogen, damit es dort immer Konflikte gibt und sie dadurch ihre Macht behalten können, obwohl diese Staaten unabhängig wurden. Wie hieß dieses Abkommen? Ich hatte das Wort nicht verstanden. Sykes-Picot-Abkommen. Ja. Das noch? Klar. Ja, einer von diesen neuen Konflikten ist der kurdische Konflikt. Ich selber bin Kurde und die überlieferte Geschichte sagt, dass das kurdische Volk seit über 3000 Jahren in diesem Gebiet lebt. Jetzt gibt es in Syrien etwa 4 Millionen Kurden von 23 Millionen Syrern. Unter den bekannten Führer der syrischen Revolution gegen die französische Besatzung den 20er Jahren waren auch Kurden. Aber im Jahr 1917, als Al-Assad Vater Präsident wurde, und kam sein Plan, das kurdische Volk zu arabisieren. Durch diesen Plan wurde die kurdische Sprache in Behörden, im öffentlichen Bereich und in den Schulen verboten. Die Kinder mussten die für sie fremde Sprache Arabisch lernen. Die Felder wurden ebenfalls geklaut und der arabischen Bevölkerung gegeben, damit die kurdische Bevölkerungsdichte geringer wird. Danach kam es zu einer Staatenangehörigkeitenkonflikt, bei dem etwa 400.000 Kurden keine syrische Staatsangehörigkeit bekommen haben. Im Jahr 1962 hat die syrische Regierung angeblich eine Registrierung gemacht und alle wurden als arabische Syrer registriert. Und wer nicht registriert wurde, vor allem Kurden, war staatenlos. Wie ich am Anfang gesagt habe, jede Person ihre Gründe zu fliehen. Ich gehöre zu dieser Gruppe,
von Kurden, die staatenlos sind. Staatenlos in Syrien bedeutet, dass ich gar kein Papier habe und ich nicht als Person anerkannt. Meine Eltern dürfen immer noch nicht amtlich heiraten, da mein Vater auch staatenlos ist. Er ist staatenlos, weil sein Vater wahrscheinlich eingeschlafen war, als die Registrierung damals war. Ja. Stellt euch vor, dass ihr euch nicht ausweisen könnt. Wenn euch jemand fragt, wer bist du? Das Komische ist, dass die Beamten in Syrien nicht wussten, was staatenlos bedeutet. So musste ich immer erklären, warum ich keinen syrischen Pass habe und ich nur ein Stück Papier, auf dem mein Name, mein Foto und mein Geburtsdatum steht. Dieses Papier kann jeder ja im Schreibwarenladen vor 20 Cent kaufen. Ihr wisst auch nicht, was staatenlos bedeutet, ich glaube. Ja, das erkläre ich euch jetzt. Als ich eingeschultert wurde, musste mein Vater und ich zur Hauptstadt Damaskus fahren, damit ich eine Genehmigung bekomme. Damals dachte ich, das sei normal, aber in der 6. Klasse musste ich eine neue Genehmigung aus der Hauptstadt Damaskus haben. Jetzt konnte ich Arabisch und verstanden, dass diese Genehmigung nicht normal war. Nach der 9. Klasse konnte ich ohne mein Zeugnis zu bekommen auf das Gymnasium gehen. Nach dem Gymnasium konnte ich auch kein Abiturzeugnis bekommen. Ich durfte an der Uni studieren, aber wieder ohne Abschluss. Alles, was ich bekommen habe, war ein Stück Papier, auf dem mein Name und die Punkteanzahl stand. Da es vor uns verboten war, die Zeugnisse zu haben. Sie haben uns die Zeugnisse nicht gegeben, damit wir keine Arbeit bekommen konnten. Arbeit war verboten, Reisen war verboten, Wählen war verboten, fast alles außer Essen und Trinken war verboten. Jedes Mal, wenn ich in eine Stadt in Syrien fahren wollte, musste ich eine Erlaubnis von der Polizei bekommen. So, warum bin ich geflüchtet? Nach dem Beginn der jetzigen Revolution in Syrien sind viele Syrer in die Nachbarländer geflohen. Erst dadurch konnte ich Syrien zuerst mal verlassen, da es für mich verboten war. Auf illegalen Wege bin ich in die kurdische Region im Irak geflohen. Dort habe ich ein Stipendium für ein Studium bekommen. Da ich keinen Abschluss in den Hand hatte, konnte ich auch vor diesem Studium keinen Abschluss erhalten. Deswegen war es besser zu arbeiten, anstatt zu studieren. Weil ich Gründungsmitglied einer Jugendgruppe war, die die erste Demonstration im kurdischen Gebiet in Syrien gegen Assad organisiert hat, habe ich viele Angebote bekommen, pazifistische und mediale Weiterbildungen in Ländern wie Ägypten, Katar und in der Türkei zu besuchen. Und da ich keinen Reisepass besaß, konnte ich nicht davon teilnehmen. Meine Bewegungsfreiheit war stark begrenzt und so konnte ich nur illegal durch Minenfelder der Grenzsicherung zwischen Syrien, dem Irak und der Türkei reisen. Dies bedeutet, je mehr ich illegal reise, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine Mine trat. Damals wünschte ich mir, auf eine Mine zu treten. So, wisst ihr, warum ich geflüchtet bin? Der Krieg ist für mich nicht der Hauptgrund.
Grund zur Flucht, sondern der Wunsch nach einem Pass. Ja. So, gibt es Fragen oder? Tut mir leid, dass ich so gemacht habe, aber mein Deutsch ist ein bisschen nicht so gut, so konnte ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ja, so. Was hat Ihre Familie gesagt? Wieso? Als Sie gegangen sind? Haben Sie noch Geschwister? Ja. Ja, was können Sie sagen? Ja, es ist mein. Und niemand wollte Sie begleiten? Eigentlich, sie konnte nicht, weil es ist schwierig, zum Beispiel vor Frauen zu reisen, weil ich selber bin etwa 2 Tage in der Welt geblieben. Ja, und es war sehr kalt und so. So. Die Frauen, die Kinder konnten nicht, konnten gar nichts mitreisen. Ne? Ja. Und die ganze Zeit auf der Flucht alleine gewesen oder hat man sich in Gruppen zusammengefunden? Ja, wir waren eine Gruppe von 5 Leuten. Nicht von Türkei bis Bulgarien. Und danach bin ich nur mit meinem Cousin. Bitte? Cousin. Ach, Cousin, ja. Also, dann haben Sie Familie auch, einen kleinen Teil Familie auch hier? Ja, ja. Ja, ungefähr. Das, sonst was? Ich habe eine Frage. Hat sich denn jetzt heute schon was ein bisschen verändert in der Situation für die Kurden in Syrien oder ist das immer noch gleich oder sogar schlechter? Es ist nicht schlechter, es ist ein bisschen besser, weil wir haben jetzt ein kurdisches Militär und sie können unsere Rechte sichern. Ne? Deswegen ist es ein bisschen besser. Ja. Kurdisches Militär ist dann ja, Gruppen. So, ja, YPG und so. Ja. Ja. Aber auch nur in der kurdischen Region. Ja. Ja, genau. Und was heißt die Rechte sichern? Ja, zum Beispiel, Rechte sichern. Früher es war so, dass einer von syrischen Region konnte alles machen. Ne? Ja, das Feld nehmen, ja, oder so. Ja, aber jetzt, niemand kann das machen. Ne? Oder sie konnten vorher uns vernichten. Oder einfach sagen, dass ihr muss raus. Ja, aber jetzt nicht. Ne? Und ist das militärisch entschieden? Oder was heißt das jetzt nicht? Also sind die Kurden doch stark geworden? Wodurch? Ja, die ist die Frage. Zum Beispiel USA, sie geben die Kurden die Waffe und so. Deutschland gibt Kurden die Waffe, bis sie gegen ISIS kämpfen und so. Ja. Ja. Wenn man sagt, die Rechte werden gesichert, bedeutet das, dass die Kurden jetzt auch so etwas wie ein Papier haben oder sind sie immer noch staatenlos? Ist das nach wie vor? Nee, eigentlich war. Die anderen Länder müssen bestätigen, dass Kurden können sein eigenes Land haben, ne? Und danach können wir nicht staatenlos sein. Ja, aber jetzt die syrische Regierung sagt das, ob ich syrische Staatsangehörigkeit habe können oder nicht. Ne? Deswegen bis jetzt haben wir keine Regierung oder so, aber zum Beispiel, wir können sicher in unserem Land bleiben. Dass niemand kann sagen, dass ihr müsst raus. Ne? Ja. Ja, es ist besser als nichts, ich glaube. Ja. Ja. Du hattest ja gesagt, dass 1962 oder wann war es eine Volksregistrierung? Oder was? Und alle waren dann automatisch alle Kurden staatenlos? Nein, nicht. Ich habe gesagt auch, dass 4 Millionen Kurden wohnen in Syrien jetzt. Ne? Ja, und es war so, dass sie haben eine kleine Gruppe von Kurden ausgewählt und gesagt haben, dass sie sind nicht Syrer, ne? Bis sie ein kleines Konflikt machen.
ja, wenn sie alle Kurden keinen syrischen Pass geben, die anderen Länder werden sagen, warum? Warum nur Kurden? Ne? Ja, aber sie haben so gesagt, dass nur ein paar von Kurden keinen Pass gegeben. Ja. Und du hattest denn das gesagt, dein Vater hat es verschlafen oder so? Wie war das? Nee, denn nee, es war wie ein Scherz, ne? Dass ja. Sie haben ein Vollkommensregistrierung gemacht im Jahr 1962 und danach was? Zum Beispiel, mein Vater ist in Syrien geboren, ich in Syrien geboren bin und so. Warum habe ich keinen? Ja, es ist nicht mein Problem, dass mein Großvater sich nicht registriert hat. Ne? Ja. Ja, vielleicht er war nicht da, als sie das gemacht haben. Und was ist die Begründung, warum durftet ihr euch nicht nachträglich dann registrieren in Syrien? Ja, weil ja, in Syrien gibt es einen Diktator, ne? Dass sie hassen Kurden. Deswegen sie sagen, dass dieses Gebiet gehört nicht die Kurden, sondern die Araber, so syrische Region. Auch wegen dem sprachlichen Unterschied, dass die Kurden immer noch Kurdisch sprechen? Ja. Ja, es war vorher verboten, aber jetzt können wir unsere Sprache sprechen und auch in den Schulen lernen. Ja. Ja, aber vorher war es verboten, in Schulen zum Beispiel Kurdisch zu sprechen, in Behörden und so. Es war verboten. Wenn jemand Kurdisch gesprochen hat, es war strafbar und so. Ja. Sonst was? Ja. Gibt es Interessensunterschiede zwischen den Kurden in Syrien und den Kurden in anderen Ländern, also in der Türkei zum Beispiel, oder haben sie irgendwo gleiche Ziele? Ja, eigentlich, der Ziel ist, ein kurdisches Land zu haben. Ja, aber zum Beispiel in Türkei, sie sagen, dass wir wollen nur Federali. Ne? Aber in Syrien, sie sagen, dass wir werden in Syrien bleiben, aber mit unseren Rechten, zum Beispiel statt Angehörigkeit und solche Sachen, unserer Sprache zu sprechen. Ja, ja, aber der Ziel ist, Kurdistan zu haben. Ja. Ja. Sind Sie dem Weg eines Passes schon näher gekommen? Wie bitte? Haben Sie jetzt einen Pass? Nee, nein, noch nicht. Und besteht die Möglichkeit, hier dann einen zu bekommen in Deutschland? Ich glaube nicht, weil ich habe Fingerabdruck in Bulgarien. So ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Weil da die Erstregistrierung war. Ja. Das ist ja auch noch etwas anders als eine Staatsangehörigkeit, wenn man so ein Stück Papier hat. Ja. In vielen arabischen Ländern können Ausländer nie in ihrem ganzen Leben, auch wenn sie noch so viele Jahre dort leben, die Staatsangehörigkeit bekommen. Ja. Zum Beispiel ein Kuwaiti, ausländischer Arbeiter wird jemals Kuwait oder in Oman. Ja. Und bei Kurden in Syrien war es so, dass sie haben so sich registriert, dass arabische Sura, nicht Kurden-Sura. Ne? Ja, und zwar, wir sind Kurden, ne? Warum? Sie haben uns so registriert, dass Araber-Sura, dass wir sind Araber, kein Kurden. Ne? Und das geht nicht. Oh, das könnte man auch federal, genau wie das in der Türkei jetzt von Ihnen angedeutet wurde, da genauso machen. Das könnte auch federal sein. Das muss doch nicht alles immer, ich sag mal, die Völker, die da leben, die Stämme, die sind einfach in sich selbst eine eigene Gruppe und können aber trotzdem in einem gemeinsamen Staat leben, so wie das in Europa ja auch ist. Ich habe nicht ganz verstanden. Können Sie wiederholen? Ja, Sie sagten, die in der Türkei würden die Kurden versuchen, federal, also als eine Staatengruppe innerhalb eines Staates eben zu leben. Ja. Das ließe sich doch in der Syrien genauso machen. Ja, aber das Problem ist mit den anderen Bevölkerungen in Syrien. Zum Beispiel, es gibt Araber, es gibt Drusen und so. Ne? Und sie sagen, wenn es kommt zu kurdischen Konflikten, sie sagen, dass dieses Gebiet gehört nicht zu Kurden. Und sie können kein Recht bekommen und so. Das ist das Problem. Ja, und auch in der Türkei ist es so, dass die Türken, die Originaltürken, sie sagen, dass Kurden haben keine Rechte, hier zu bleiben.
Werden Sie denn in Deutschland von den hier schon länger lebenden Kurden unterstützt? Wie bitte? Ich habe mal vor 40 Jahren ein Buch gelesen, dass es in Deutschland eine externe kurdische Regierung gibt. Also praktisch geflüchtete Kurden, die in Deutschland eine quasi Regierung gebildet haben, die irgendwann mal in Kurden die Macht über in Kurdistan oder im kurdischen neuen Staat die Macht übernehmen könnte. Mhm. Also diese Bewegung gibt es ja seit mehreren Jahrzehnten. Mhm. Die Kurden, die jetzt hierher kommen, denn von den alten Kurden, die schon länger in Deutschland leben, unterstützt. Ich glaube nicht. Ja. Irakische Kurden, haben die die irakische Staatsangehörigkeit oder was haben die? Die leben ja autonom. Ja, sie haben ja dort auch studiert, ne? Ja, ich? Ja. Ja. In Erbil, das ist ja, im Irak. Ja, genau. Ja, irakische Kurden haben aber einen Pass, wenn ich das richtig verstehe. Oder? Ja, die Kurden in Irak, sie haben irakische Pass, nicht kurdischer Pass. Ja, irakisch, ja, genau. Da geht es ja. Wie bitte? Da haben sie ja in dem Land eine Identität. Sie sind ja trotzdem Kurden. Sie verwalten sich autonom, selbstständig. Ja. Ja, in Syrien war es nicht so. Ja, weil in Irak im Jahr 1991 die USA hat dass diese Kraft, wie heißt es, dass sie haben das, die Kurden dort unterstützt, einige Föderalie zu haben. Ne? Eigenes Land? Oder? Ja, nicht eigenes Land. Sie sind immer noch in Irak, ja, aber sie haben seine einige Regierung und so. Ja. Ja, und deswegen, sie haben fast mehr Rechte als Kurden in Syrien oder in der Türkei oder in Iran. In Iran. Ja. Ich wollte nochmal fragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also man hätte sich als Kurde in Syrien registrieren können, aber nur als arabischer Syrer. Und das wolltet ihr nicht, weil man dann seine eigene Identität leugnen würde? Oder wie, wenn man sich als arabisch... Nee, sie haben die Leute nur einmal registriert, im Jahr 1962. Ja. Und danach ist niemand mehr registriert. Ja, und damals, wenn sie die Leute registriert haben, sie haben gesagt, dass alle sind Araber. Ja, kein Kurder, kein Turkman oder... Nee, wenn seine Eltern syrische Pass haben, sie bekommen diesen Pass. Ja. Ich muss gestehen, dass ich ganz wenig weiß über die kurdische Geschichte. Mhm. Ob Sie da vielleicht so vielleicht kurz den Weg... Wieso? Ich weiß es nicht, also... Ja, was wollen Sie wissen? Ja, es ist ganz... Ja, wir Kurden, wir leben in zwischen Türkei und Syrien und Irak und Iran. Ne? Wir haben da. Ja, und als Sykes-Picot-Abkommen gemacht ist, sie haben das Land zwischen Türkei und so abgeteilt. Ne? Ja, und danach haben wir diese kurdische Problem. Ja, und Kurden sind dort, wir haben unsere eigene Sprache, wir haben unsere eigene Kultur und alles. Ne? Wir sind ein Volk. Welcher Religion gehören Kurden an? Ja, jetzt Islam. Und davor? Ja, davor war Zardashti, Zaratisius, ich glaube in Deutsch. Wie heißt er? Zaratisius, etwas so. Okay. Zardashti, es heißt. Ja. Ja. Du wolltest was fragen? Ja, nur wie lange halt die, nochmal um so zu verdeutlichen, wie lange die Kurden eigentlich in dem Gebiet schon sind? Ja, seit etwa 3000 Jahren. Mhm. Welche Städte sind das? Ist Mosul, ist das kurdisch? Welche Orte sind das in Syrien? In Syrien, welcher Ort? Ja, Gebiet, ach so, Kamischli, Amuda, Afrin, Nord.
Nordsyrien. Ja. Weil kurdische Peschmerga sind vom Irak, ja, Irak, von der Türkei viel zu spät nach Syrien reingelassen worden. Ja, Kobane. Ja. Ja, zu Kobane sie sind. Kobane, ja. Ja. Das habe ja ich mitbekommen. Ja, etwa 300. Gewartet, bis die endlich mal, ja, genau. Die wollten das jetzt gar nicht. Hm. Aber hat es denn mal ein kurdisches Reich gegeben oder war das ein Konglomerat oder eine Zusammenballung von verschiedenen Stämmen? Als einen Fürsten wie das Osmanische Reich, wenn wir das, da ist einer, der das Sagen hat und alle anderen gehören dazu. Ja, habe ich nicht verstanden. Können Sie einfaches Deutsch sagen? Ich glaube, das Wort ist ja Konglomerat. Ja. Eine Verbindung von verschiedenen Stämmen. Ja, können Sie es wie? Gab es schon mal einen kurdischen Staat früher? Ach so, früher, ja, es gab einen Imperator. Es heißt Media. Ja, ja, es war sehr groß. Es war sehr groß. In der Türkei und ganz Syrien, nee, halbe Syrien, ich glaube, und ganz Irak und ja, halb Iran und so. Es war im Jahrhundert, 700 Jahre vor der Christ geboren. Ja. Fühlen sich die Kurden in den drei Ländern, Türkei, Irak, Syrien, fühlen die sich alle verbunden oder sind das einzelne Völker für sich heute? Ne, sie sind manchmal sie sind verbunden, manchmal sie sind haben einzige. Ja, weil es ist Politik. Manchmal in Irak sie sagen etwas, das wir in Syrien nicht Interesse haben auf. Hm? Ja, so. Ja. Weißt du, wie derzeit die Verteilung ist von sozusagen Menschen mit kurdischen Wurzeln auf der Welt? Leben quasi mehr Kurden außerhalb dieses Gebietes als in dem Gebiet? Wie bitte? Leben mehr Menschen mit kurdischen Wurzeln, so wie du oder kurdischen Eltern, außerhalb dieses Gebietes, von dem Grenzgebiet Iran, Irak, Syrien, Türkei, auf der Welt? Weißt du das oder wie viel? Habe ich auch nicht verstanden. Wo leben mehr Kurden? Ach so, mehr. In diesem Gebiet? Ach so, ja. In Türkei? Ja, zum Beispiel in. Ja, in der Türkei leben etwa 20 Millionen, in Syrien 4 Millionen, im Irak 7 Millionen, in Iran 9 Millionen, so in Deutschland etwa 1 Million. Cool. Ja. Und in der Welt, quasi im Ausland, im Exil? Puh, weiß ich nicht. Ja. Ich hatte eine Frage. Ich kenne mich auch leider nicht so gut aus mit der kurdischen Bewegung, mit YPG oder mit der PKK. Aber was ich da immer auch raushöre, ist halt gerade, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer und ja, auch gerade halt auch Frauen ja auch sehr emanzipiert dabei sind. Beläuft sich das tatsächlich auf diese beiden Militärs, YPG und PKK, oder ist das, kann man sagen, dass es komplett auf ja, komplett das ganze kurdische Volk, ja, ja, komplett auf dass das ganz, da so ja ausgelegt wird? Ja, und im YPG oder PKK, Abdallah Öcalan, der Führer von PKK, er hat das ganz erklärt, dass die Frauen müssen wie Männer Rechte haben. Ja, es kann nicht Unterschied geben. Ist das vielleicht auch ein Konflikt oder ein Teil von dem Konflikt sozusagen, wenn Kurdistan oder die Kurden umzingelt sind sozusagen von auch arabischen Staaten, islamischen Staaten, wo teilweise das auch von der Regierung ja anders gewollt ist? Ach so. Dass darin auch oder auch von Erdogan in der Türkei auch ein Problem gesehen wird? Ja, zum Beispiel Islamischer Staat, ISIS, sie sagen jetzt, dass die Kurden sind Muslime, aber sie sind
Ja, in Islam, die Frauen können nicht raus einfach gehen oder ohne Kopftuch und so. Ne? Deswegen, sie sagen, dass die Kurden sind Muslimen, aber sie haben Islam vergessen. So müssen wir ihnen nochmal erklären, wie Islam ist. Ja, ja. Ja, es ist so. Ja. Ja, wie argumentiert ihr, weil im Islam gab es ja Zeiten, da war er viel liberaler. Also gibt es diesen Diskurs mit den anderen Volksgruppen, zum Beispiel in Syrien, dass ihr dann sagt, nein, wir haben eigentlich den richtigen Islam, weil früher war er zum Beispiel viel liberaler. Also gibt es so einen Diskurs auf einer Ebene oder wie ihr, empfindet ihr das? Habe ich nicht ganz verstanden. Also früher im Islam, ja, gab es auch Zeiten, wo es viel liberaler war. Ja? Also es gab nicht so strenge Regeln. Mhm. Und wird das mit so besprochen im aktuellen Diskurs? Oder, ich kann nicht antworten. Okay, ja, tut mir leid. Ja. Noch was? Ja. Verfolgst du auch gerade diesen wieder aufflammenden Konflikt in der Türkei zwischen Kurden, also sozusagen der PKK, der auch zivilen kurdischen Bevölkerung und der türkischen Polizei in den Nachrichten hier? Und was denkst du, wie sich das entwickeln wird so, oder was hoffst du da? Ja, eigentlich bin ich letzte Zeit nicht so informiert über diese Situation, so kann ich nichts sagen darüber. Ja. Ja. Haben Sie noch viel Kontakt zur Familie? Ja. Also, und dann, wie läuft das? Im Internet? Ja, im Internet. So. Ja, manchmal telefonieren. Ja. Und wie leben Sie dort? Geht es Ihnen gut? Den Umständen entsprechend? Ja, eigentlich geht Ihnen gut, aber ohne Strom, manchmal ohne Wasser, manchmal ohne Lebensmittel. Ja. So ist es manchmal schwer, manchmal einfacher. Sind Sie glücklich hier? Kann ich nicht antworten. Die Frage ist ja, hat sich das alles gelohnt? Oder wenn man jetzt sieht, dass es den Kurden ein bisschen besser geht, würden Sie alles nochmal auf sich nehmen? Nochmal würden Sie auch nochmal die ganzen Strapazen, die ganze Angst, die körperlichen, die seelischen Strapazen, alles nochmal auf sich nehmen und fliehen? Sie meinen sicher die Flucht. Und fliehen, ja. Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Würdest du nochmal von... Nee. Ja, bestimmt nicht. Ja. Und warum nicht? Weil es sehr schwierig ist. Ja. Ja, stell es dir vor, dass ich habe etwa 34 Stunden draußen geblieben und zwar etwa 10 Quadrat minus. Ja. Ja. Hatten wir nichts zu trinken oder zu essen. Ja. Deswegen. Du hattest noch in deinem Text, den du vorgelesen hattest, so ein bisschen nebenbei erwähnt, dass Assad nicht der Hauptgrund für den Krieg ist in Syrien. Ja. Wie meintest du das und kannst du das so erklären? Ja, weil wir dachten, dass Assad ist der Hauptgrund, ne? Aber danach ist die Araber selber sagen, dass die Kurden haben keine Rechte, sie sind nicht Kurden, sie sind Araber, aber sie sprechen ein anderes Akzent, obwohl sie gar nichts Kurdisch verstehen. Ja, so das Problem ist, wie wir mit Araber leben können. Nicht, ob Assad geht oder nicht. Ne? Und Araber selber, sie können nicht zusammen. Zum Schiiten und Sunniten, sie können nicht zusammenleben. Ne? So das Problem ist, wenn Assad jetzt weg ist, ne? So die Probleme und Konflikte bleiben immer noch. Aber was sein wird, hat ja nichts mit der Ursache des Krieges zu tun. Und deswegen ist ja nicht unbedingt nicht Assad der Hauptgrund des Krieges, wenn du sagst, dass Schiiten und Sunniten nicht zusammenleben können. Das bezieht sich ja nicht auf den Grund. Weißt du, wie ich meine, deine Begründung? Ja, er ist nicht der Hauptgrund. Assad muss weg, ne? Aber
Das Problem ist nicht nur Assad. Sondern du meinst, ja, der Hauptgrund sind die Konflikte zwischen den, ja, Gruppen, ja, genau, sich schon. Genau, ja. Ja. Ist Assad nicht Alevit oder was ist Assad? Der Alevit, ja. Alevit ist aber kein Muslim. Nee, sie sind Muslime, aber es gibt im Islam verschiedene Wege zu sagen, dass manche sagen, dass so kann man beten, manche sagen, dass die Frauen müssen Kopftuch haben, manche sagen, nee, geht nicht, manche sagen, dass es ist verboten, einen Hund zu anfassen, manche sagen, nee, es ist okay. Weil wir euch lieben und wir haben kein Problem mit euch zum Beispiel. Ich glaube, so besser, wenn Assad weg ist. Nee, ich glaube nicht, weil das Problem jetzt nicht Al-Assad. Nee, das Problem nicht Al-Assad. Es gibt verschiedene Gruppen, sie kämpfen gegen eine andere. Ne? Ja, aber die große Problem, ja, ist Al-Assad. Nicht große das Problem. Das ist deine Meinung. Von Also du meinst, die Leute würden auch sozusagen nicht, wenn sie von Regierung oder welchen Oberhäupter dann auch immer sozusagen gegeneinander aufgebracht werden, sondern sie würden auch an sich schon gegeneinander kämpfen. So meinst du das? Ja, sie tun das jetzt, dass die Leute sie kämpfen gegen eine andere. Jetzt. Und Assad ist nur steht da und macht nichts. Ungefähr. Ja. Wie ist das eigentlich mit den Nachbarn? Wenn die jetzt zum Beispiel erkennen, dass ihr eine andere Religion habt, eine andere Volk seid, wie reagieren die, also sprich jetzt Araber und diese Religion, die ihr habt, wie reagieren die dann? Wie gehen die mit euch um? Wie Araber? Nicht die Regierung, die Nachbarn. Nachbarn, zum Beispiel Araber. Es ist egal, ob das jetzt Araber ist, ob das jetzt einer aus Türkei ist, ob das ein Syrer ist. Wie gehen die mit euch um? Mit denen lebst du jeden Tag. Mit denen bist du jeden Tag zusammen. Hier? Zum Beispiel jetzt in, ja, deinem Land. In meinem Land? Ja, zum Beispiel. Respektieren die dich? Akzeptieren sie deine Einstellung? Ja. Deine Religion, wie du lebst? Ja, nicht alle. Nicht alle. Ja, manche respektieren das, aber manche nicht. Das heißt? Ja, zum Beispiel hier habe ich viele Probleme mit Arabern zum Beispiel. Ja, nicht alle Araber, aber manche Araber. Sie sagen, wenn es kommt zu kurdischen Rechten und kurdischen Sprache zum Beispiel oder solche Sachen, sagen nein, ihr habt kein Recht, kurdisch zu sprechen oder so. Und hatte ich viel solche Probleme. Also wenn ich richtig verstehe, deine Nachbarn werden zu deinen Feinden. Zu meinem? Feinden. Ja. Ja. Manche, nicht alle. Ihr habt also keine Autonomie. In eurem Land habt ihr keine Autonomie, dass ihr praktisch Schule sprechen könnt, eurer Sprache, dass ihr zum Beispiel jetzt nicht jetzt irgendwie 10 Syrer haben eine Einstellung und nur ein Jesid oder welche Religion du gehörst jetzt. Wie bitte? Sorry, ja, es tut mir ich leid, aber ich... Weil ich bin selber Flüchtling, ich kenne das Problem. Nicht so extrem wie du, ich komme auch aus europäischem Land eigentlich, wir sind noch nicht in der EU, aber ich kenne dieses Problem, dass Nachbarn auf einmal Freunde waren und dann wurden sie Feinde. Ja. Aber wir kennen das Problem, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du was erzählst. Es ist ein bisschen schwierig, tut mir leid, weil ich habe nichts richtig verstanden. Ich komme aus so einem Land, so ähnlich. Ja, ich habe das verstanden. So ähnlich gab es in meinem Land. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich komme aus dem ehemaligen Kosovo und so ähnlich haben wir die Probleme ja auch gehabt. Ja. Aber wir hatten ja Autonomie, wir hatten viele Möglichkeiten, nur das war ja nur für die Welt und für das Bild. Im Endeffekt hatten wir nicht viel Freiheiten. Ach so. Weil die Nachbarn immer da waren. Die Nachbarn haben es so schwer alles gemacht. Dann gibt es Aufstand, dann gibt es Bürgerkrieg. Ja. Aber du erwähntest noch, Entschuldigung, ich habe jetzt da gerade alles zusammenzufassen gerade. Du erwähntest noch gerade irgendwas mit Waffen
dass die Amerikaner irgendwie Waffen liefern. Und warum wir? Warum liefern wir deutsche Waffen? Verstehe ich nicht. Nee, Amerikaner und Deutsche haben Waffen Kurden gegeben. Deutschland bildet die Peschmerga aus. Ja. Mit den, auch mit den, ja, bis sie gegen ISIS kämpfen konnten. Gegen die Panzer, wie heißt das? Ja, irgendwelche so tragbare Raketen, wo sie die ISIS-Panzer ausgestoppt haben. Panzerfaust, das heißt ein bisschen anders. Die Bundeswehr. Wir beliefern Waffen. Da sind auch Bundeswehr-Aussteller in Kurdistan. Die auch. Deutschland, glaube ich, vor allem Nordirak und Staaten eher Syrien, glaube ich, mehr Syrien. Im Nordirak, ja, aber die sind in Kobane über die türkische Grenze rübergegangen, um denen zu helfen. Warum wird die PKK so gefeindet? Die PKK. Ja. Warum die PKK was? Die PKK soll am erfolgreichsten gegen die ISIS kämpfen, aber die Türken gehen die PKK auch in Syrien vor, oder? Ja, weil die türkische Regierung, wie heißt das, unterstützt ISIS irgendwo. Wie? Ja. Ja, deswegen, wenn Kurden gegen ISIS etwas machen, sie sagt, sie wollen das Kurden schwach zu machen. Ja. Wie sieht es denn in Städten wie Kobane jetzt aus? Da sind ja die Kurden jetzt, sag ich mal, die regieren nicht Kobane, aber sag ich mal, die bauen ja Kobane zum Beispiel wieder auf. Ja. Und sind da aber auch noch Leute, leben da Menschen, die jetzt keine Kurden sind? In Kobane? Ja, manche Araber. Ja. Und weißt du, wie da das gegenseitige Zusammenleben ist? Ja, eigentlich, weil die Kurden haben die Macht jetzt. Ja, so sie entscheiden, wer kann dort leben, wer nicht. Ne? Deswegen, die Araber haben keine Chance, was zu sagen. Ja, und Kurden geben alle die Rechte. Zum Beispiel jetzt, die Araber haben auch Waffen von Kurden genommen. Kurden haben Waffen die Araber gegeben, bis sie ihre Dörfer und so unterstützen und sichern. Ne? Ja, deswegen, wir können mit alle einfach leben, aber sie nicht. Sie wollen. Euch. Ja. 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 Wie ist das in Libanon? Sind da auch viele Kurden? Ja. Ja. Und wie werden die dort akzeptiert? In Libanon ist wie normaler Syrer, ich glaube. Weil es gab vorher schon seit 50 Jahren viele Kurden dort und ja, es ist okay in Libanon. Du meinst ja auch, dass die türkische Regierung die Kurden bombardiert hat oder noch tut. Und meinst du, sie tun das eher aus dem Grund, um einen Feind des ISIS zu schwächen oder weil sie die Kurden töten wollen, sozusagen? Beide. Ja, aber. Eine Frage. Man liest ja jetzt gerade viel oder hört viel in der Presse. Zum Beispiel an der Grenze Griechenland zu Mazedonien. Mhm. Grenze ist zu, es werden nur noch Syrer und Iraker durchgelassen. Mhm. Weißt du, wie das aussieht mit Kurden, die aus Syrien oder aus dem Irak kommen? Wenn die da jetzt an die Grenze kommen, werden die abgewiesen? Oder vielleicht was ist das? Wenn die Syrer, die zum Beispiel syrische Angehörigkeit haben, sie sind Syrer, ne? Ja, okay. Ja, weil also es ist nicht geschrieben, dass sie Kurden sind. Ja. Also beim irakischen Pass. Ja, ist auch. Normaler, ja. 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 Das verlangt Pässe, glaube ich, für die Richtig. Einreise. Genau das. Wer keine Papiere hat, kommt auch genau das. Nicht über die ganze Mitte. Ja. Also es ist halt für so staatenlose Menschen dann. Genau, richtig. Ja. Genau das. Ja, genau. Wenn er jetzt erst über die Grenze gewollt, also hätte gehen wollen, dann. Gibt es dann jetzt einen Unterschied, wenn man staatenlos ist, hier in Lüneburg, zu Flüchtlingen, die nicht staatenlos sind?
Ja, ich glaube nicht mehr. Ja, aber sie müssen herausfinden, dass ich zum Beispiel Sura bin. Ne? So, jemand hat mir gesprochen, er hat gesagt, ja, er ist Sura, weil ich kann gut Arabisch sprechen, Surische, Kurdisch oder Kurmanji sprechen. Das bedeutet, dass ich aus Syrien komme. Ja. Das wurde quasi getestet? Ja, getestet, ja. Ja, wir nehmen immer allgemein, aber mich interessiert eben auch jetzt dann eben auch die persönliche Geschichte. Wie stellen Sie sich, ich sag mal so, die nächsten Monate oder meinetwegen auch die nächsten gewissen Tage? Ja, die Zukunft. Nicht? Was? Ja, persönlicher Wunsch. Ja, ich habe gesagt, nur ein Pass. Bis ich wieder nach Irak fahren kann. Okay. In den Irak? Ja. Okay. Weil dort kann ich meine Familie wieder treffen. Erleben Sie es hier in Lüneburg, in Deutschland? Wie bitte? Wie Sie es hier erleben. Uns, wenn es das gibt. Ach so. Wie sind die Menschen? Wie geht es Ihnen hier? Sie sind nett. Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? 24. Wenn du jetzt die Chance hättest, da ganz oben zu stehen, wie jetzt diese ganz großen, was würdest du verändern, damit diese zwei Völker miteinander sitzen können und Tee trinken können und eine Shisha rauchen können? Was würdest du vorschlagen? Ach so. Lass mal Politik zur Seite, geradeaus. Ja, eigentlich mein Pflicht war nur, meine Geschichte zu zeigen. Das ist eine sehr große Frage. So, ich weiß nicht. Ja. In meinem, ich sehe, dass wenn wir Islam wegmachen, wäre das alles okay. Ja, ich denke so. Es ist schwierig, aus dem Herzen Islam wegzunehmen. Da gebe ich dir recht. Ja, du hast mich gefragt. Ich sehe so. Ich kann dir eine Antwort geben. Diese Leute können es nicht vergessen. Man kann es nicht vergessen, was passiert. Weil sie zu viel Zeit haben. Wenn die Menschen vergessen sind, sie bereit sind zu vergessen, ja, aber zu vergeben, ja, dann zu sagen... Ja, aber wieso werden sie vergessen? Dann kann man weitergehen. Ja. Dann findet auch Frieden statt. Ja, aber wie lange brauchen wir zu vergessen? 100 Jahre. Zu wenig. 200. Die Geschichte hat 3000 Jahre. Ja. Kann man nicht nach 100 Jahren vergessen? Ja. Man lernt erst, wenn man nicht vergisst. Tja. So. So kommen wir zu Ende. Dankeschön, dass ihr hier seid.